Ansgar wollte fliehen mit dem Geld und mit den Beweisen und hat die Kontrolle über das Auto verloren, weil ich auf den Wagen geschossen habe. Wann wird er wieder normal sprechen? Möglicherweise nie wieder. Ich bin jetzt der Firmenchef. In 2 Wochen bin ich zurück und dann bist du Geschichte. Aha. Was wollen Sie von mir? Ich möchte, dass Sie meinen Cousin für geschäftsunfähig erklären. Ich kenne ihn. Du kannst ihm vertrauen. Halt die Schnauze! Sie sind vorläufig festgenommen. Seine Aufenthaltsgenehmigung ist abgelaufen. Sie schieben ihn ab? Sprechen. Ich bedauere, ich habe strengste Anweisungen von Gräfin Elisabeth erhalten, niemanden vorzulassen. Es geht hier um Leben und Tod. Interessant. Um wessen Leben? Um das von Juri Adam und um das von LCL. Ich bin mir sicher, wenn etwas derart exorbitant Dringendes in der Firma vorgefallen wäre, hätte man den Grafen informiert. Wenn Sie mich jetzt nicht durchlassen, dann ist LCL bald ruiniert. Und das geht dann sowas von auf Ihre Kappe? Das Risiko nehme ich auf mich. Und im Übrigen, Frau Wolf, würde ich Ihnen empfehlen, den normalen Dienstweg zu benutzen. Gut. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Hier entlang, bitte. Wenn diese Martha die Situation nicht gerettet hätte, Sebastian könnte sich jetzt die Großbestellung von Mosch in seine Haare schmieren. Übrigens, es wäre eigentlich die Aufgabe von deiner Tochter gewesen, der Einkäuferin die Kollektion zu erklären. Sie ist die Assistentin von Juri. Langsam frage ich mich, warum. Naja, jedenfalls springt stattdessen dieser kleine, dicke Elefant in die Bresche und das gar nicht schlecht. Wir können jetzt ganz fest mit der Großbestellung von Mosch kalkulieren. Aber nur, wenn du schnell widersprechen lernst. Und zwar flüssig. Also, wir üben jetzt. Sprich mir nach. Und zwar schön deutlich. Leise leiden die Leichen. Testgutachten, bin müde. Was für ein Test? Das Gutachten. Entschuldigung, Sie haben Besuch, ich komme später hin. Nein, Sie kommen genau richtig. Was ist denn das für ein ominöses Gutachten? Wir haben für einen neuropsychologischen Test einen Spezialisten hinzugezogen. Was für einen Spezialisten? Professor Dr. Kronenberg, eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet. Ich war bei dem Test anwesend. Müsste mich schon sehr täuschen, wenn das Gutachten hier nicht positiv ausfällt. Professor Kronenberg und ich waren uns einig. Sie haben sich gut geschlagen. Also das heißt, Ansgar kann trotz seiner Stammelei eine Firma führen? Davon gehe ich ab. Ist es nicht auszuschließen, dass darüber hinaus eine kognitive Dysfunktion... Was ist das Ergebnis? Der Kollege Kronenberg scheint bei der Detailanalyse Bedenken bekommen zu haben. Hier steht, dass Herr von Lahnstein mit der Leitung eines Konzerns wie der Lahnstein Enterprises definitiv überfordert ist und auf längere Sicht nicht geschäftsfähig sein wird. Hast du das gehört? Ich glaube, er hat gerade Dana gesagt. Ja, hast du Dana gesagt? Und er freut sich immer ein Loch in sein kleines Bärenbäuchchen, wenn er bei dir sein kann. Ne? Oh, ist gern bei der Dana. Die Mama 1, sie freut sich auch immer so besonders, wenn sie die Mama 2 sieht. Ja, besonders, wenn sie einen Anschlag auf mich plant. Ich? Würde ich nie tun. Nö, natürlich nicht. Also, was liegt an? Also, es ist so. Ich habe mir doch morgen 3 Stunden am Vormittag freigenommen, weil ich mit Maxi zum Impfen muss. Aber? Heute Abend ist eine No Limits Party. Und ich würde so gern einfach mal wieder richtig abfeiern, tanzen, flirten, Typen kennenlernen. Verstehe ich. Und auch, dass du noch mal ausschlafen willst. Wir beide, wir sind eh früh auf Steher, hm? Geh ich eben mit dir zum Arzt. Echt? Oh, Dana, du bist Gold! Oh Gott, Gold, Gold, Gold! Ja, ich hoffe nur, dass die Ärztin keinen Stress macht, weil du nicht die leibliche Mutter bist. Vielleicht stellst du einfach noch mal so ein Vollmacht-Ding für mich aus. Mach ich. Oh Mann, aber dieser ganze Bürokratissimus ist doch echt zum Kotzen, oder? Das Thema haben wir ja langsam durch. Wenn wir uns das Sorgerecht teilen wollen, dann müsste ich Maxi adoptieren. Und das ist halt nun mal nicht so leicht. Ich habe doch noch mal recherchiert. Guck mal. Stiefkind-Adoption. Ja, das hört sich doch wie maßgeschneidert für uns an. Ja. Also von mir aus kann es gleich losgehen, auch wenn das heißt, dass wir wieder 1000 Formulare ausfüllen müssen. Wir müssen als erstes mal zum Standesamt, weil
Adoptieren kann ich Maxi nur, wenn wir beide verheiratet sind. Mhm. Verheiratet? Ja. Sag, dass das nicht wahr ist. Wäre es dir lieber, wenn Ansgar hier nächste Woche wieder im Chefsessel sitzt? Nein, natürlich nicht. Aber das ist doch noch lange kein Grund, ein ärztliches Gutachten zu manipulieren. Und ich dachte, wir sind auf einer Seite. Ja, das waren wir. Bis jetzt. Er hat uns alle betrogen. Er hat unser Vermögen unterschlagen. Er hat diese Familie gegeneinander ausgespielt. Denk doch nur mal darüber nach, was er Ludwig damit angetan hat. Dein Vater hätte diese Methoden genauso wenig gebilligt wie ich. Und das weißt du ganz genau. Willst du Ansgar etwa zurück? Nur damit der Fairplay-Pokal in diesem Jahr nicht anderweitig vergeben wird? Nein, das will ich nicht, aber... Juri Adam ist verhaftet worden. Graf, Gräfin, ich bedauere außerordentlich. Sie sind Anwalt. Holen Sie ihn da raus. Die wollen Juri abschieben. Also, diese Amtsheinis haben ja wohl ein Loch im Schuh. Nur weil wir jetzt nicht andersrum sind, kannst du jetzt nicht Maxi adoptieren, oder was? Die Adoptionsstelle will einfach nur die Gewissheit haben, dass Max in einer stabilen und festen Partnerschaft groß wird. Und wie sollen wir das machen? Wir tun so, als ob. Aber heiraten müssen wir trotzdem. Doch nur auf dem Papier. Mann, Jessica, ich will doch nicht mit dir in die Kiste. Aber um Max zu adoptieren, müssen wir eben heiraten. Und dazu müssen alle glauben, dass wir ein Paar sind. Da hat Dana recht. Oh. Christian und ich, wir haben das damals ja auch alles von A bis Z durchkauen müssen, dass wir die Pflegschaft für Lilly übernommen haben. Und war das bei euch ein Problem, dass ihr ein gleichgeschlechtliches Paar seid? Dana, das sind wir aber nicht. Das müsst ihr doch auch nicht sein. Das Jugendamt kommt ja nicht bei euch ins Schlafzimmer, aber es wäre schon gut, wenn die zumindest denken, dass ihr ein glückliches Paar seid. Wie lange soll das dauern? Tage, Wochen? Ich fürchte länger. Vergiss es, Dana. Ich tue doch nicht monatelang so, als wäre ich eine Lesbe. Das ist doch total krank. Danke. Nein, doch nicht so, nicht homo zu sein, sondern so zu tun, als ob. Wenn ich monatelang so tue, als wäre ich eine Lesbe, dann kriege ich doch nie wieder einen Kerl. Das würde ich jetzt nicht ganz so schwarz sehen. Ja, du hast gut reden. Du musst dir auch nicht einen Bürstenhaarschnitt verpassen lassen oder irgendwelche Holzfäller hinten tragen. Oh Gott, ich bin im No Limits. Ciao. Das ist doch Unsinn und das verlangt niemand von dir. Mann, Jessica, das ist nun mal der einzige Weg, wie ich Max adoptieren kann. Nee, sorry. Ich musste dann auch was Dringendes klären. So, dann fassen wir doch noch mal zusammen, was die Polizei Ihnen für Informationen gegeben hat. Sie sagten, eine Schlägerei. Ja, Juri ist wohl verhaftet worden. Und dass eine Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen ist, können Sie ihn zurück nach Serbien schicken. Und das wäre doch schrecklich. Ich bin nicht auf Aufenthaltsrecht spezialisiert. Aber jemand, der in Deutschland einen festen Wohnsitz hat und einer geregelten Arbeit nachgeht, den kann man nicht aufgrund solcher Marginalien einfach mal so abschieben. Das soll heißen, ich glaube, ich kann Ihren Chef da rausboxen. Gott sei Dank. Also eigentlich ist ja Kim gerade seine Assistentin. Aber bis Rebecca wieder gesund ist, ist Juri unser einziger Stardesigner. Und jetzt geht's vor allen Dingen um die Order von Herrn Mosch. Sekunde mal. Soll das heißen, wegen dieser Schlägerei ist der Termin mit seiner Einkäuferin geplatzt? Nein, Ihre Frau... Ich meine, Gräfin Lahnstein und ich haben die Entwürfe von Juri präsentiert. Und ich glaube, die Einkäuferin war sehr zufrieden. Also mit Juri Adams Design. Sie hatten bestimmt auch ihren Anteil am Erfolg, hm? Also gut, dann werde ich mal sehen, was ich in Ihrer Angelegenheit machen kann. Das heißt, Juri kommt frei. Ja, ich glaube, ich kriege das hin. Gut. Was reden Sie denn da? Hier steht bedingt geschäftsfähig. Das heißt, dass Sie durchaus in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Einkaufen, die einfachen Dinge des Lebens erledigen. Bedingt bedeutet eben, dass Sie irgendwann an Grenzen stoßen und der Kollege Kronberg vertritt das die Ansicht... Das mag Ihr Kollege Kronkorken vielleicht so sehen. Ich will ihm gegengutachten. Das steht Ihnen zu. Allerdings wird es sehr schwer, ihn zu widerlegen. Er ist ein Experte. Deswegen habe ich ihn ja auch Ihrem Ex-Mann Graf Lahnstein und Ihrem Ex-Mann Graf Lahnstein... Verzeihung, Ihren beiden Ex-Männern empfohlen. Sebastian steckt dahinter?
Sie wollten also einem Bekannten helfen, als der von Geldeintreibern bedroht wurde, richtig? Halt die Schnauze! Vor der Polizei haben diese Geldeintreiber dann ausgesagt, dass sie der Angreifer waren und sie den Körperverletzungen angezeigt. Ihr Bekannter hat die Aussage dieser Herren bestätigt? Ja. Er lügt. Naja, es könnte relativ schwierig werden, vor Gericht das zu widerlegen, aber gut. Das rechtfertigt noch lange nicht, dass die Polizei sie hier so festhält, geschweige denn mit Abschiebung droht. Meine Aufenthaltsgenehmigung ist abgelaufen. Ach, das ist ja schön. Ja gut, selbst wenn. Sie sind in Düsseldorf gemeldet, Sie sind Chefdesigner bei LCL. Das heißt, Sie wohnen nicht erst seit gestern in Deutschland. Sie müssen längst eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung haben. Selbstständiger Designer läuft bei der Ausländerbehörde unter Minijob. Aber Sie sind doch seit Jahren gefeiert, erfolgreich. Ich habe einen schlechten Steuerberater. Ich kann mit diesem Behördenkram einfach nicht... Ist ja gut, aber Ihre schlampige Finanzbuchhaltung tut hier nichts zur Sache. Ich werde jetzt erstmal den diensthabenden Beamten vorknüpfen. Der soll mir mal schön erklären, warum Sie hier wegen solcher Lappalien festgehalten werden. Es gibt da noch was. Einen Moment, ja? Es gab da mal eine Situation. Was wird das hier? Ratespiel? Das ist schon ein paar Jahre her. Eine Frau wurde angemacht und ich bin dazwischen gegangen. Ah. Sie sind also vorbestraft, ja? Das ist gut. Groß. Ganz großartig. Jetzt haben wir nämlich ein richtiges Problem. Echt nett von dir. So komme ich hier ausnahmsweise mal vor 8 Uhr abends raus. So früh hatte ich seit Monaten nicht Feierabend. Kommst du mit rüber ins No Limits? Martha? Was? Ich kann nicht. Ich habe echt noch einiges zu tun. Was denn? Ist doch keiner da, der Arbeit macht. Doch, Sebastian von Lahnstein kommt noch und der will wissen, wie es mit der Chefankäuferin von Mosch war und was sie gesagt hat und wie viel sie ordern möchte. Aber ey, ihr, geht ruhig. Es müssen ja nicht alle versauern. Okay, dann bis morgen. Ich drück dir die Daumen, dass du nicht ewig auf den Chef warten musst. Ja. Das hoffe ich auch. Ciao. Wo ist denn dieser blöde Fisch? Als wir Maxi das letzte Mal gebadet haben, war er noch da. Der schreit mir doch die Ohren voll, wenn wir diesen Fisch nicht finden. Ah, ich glaube, ich habe ihn. Oh. Du bist meine Rettung. Nee, du. Oh. Danke, dass du Maxi übernimmst, auch morgen bei dem Arzttermin, obwohl ich keine Lesbenhochzeit möchte. Schon okay. Ist ja auch wirklich ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, aber vielleicht finden wir ja eine andere Lösung. Und bis dahin machen wir einfach weiter mit den Vollmachten. Oh, die hätte ich fast vergessen. Warte. So, hier ist meine Versichertenkarte, mein Perso, Maxis Impfpass, Untersuchungsheft und... die Vollmacht. Ich habe jetzt im Büro mal so einen Wisch aus dem Internet ausgedruckt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, so. Oh, Maxi, ja. So. Oh, mein Kleiner. Du wirst jetzt erstmal schön planschen mit dem Fisch und Mama 2. Ja. Und dann morgen kriegst du einen klitzekleinen Pizza in den Popo. Und dann zeigst du Mama 2 mal, was für ein tapferer kleiner Kerl du bist. Hm? Schau mal. So, also die Vollmacht akzeptiert die Ärztin bestimmt. Und jetzt. Zisch ab, geh feiern, Mama 1. Ja, ciao. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für Nachholbedarf habe. Leg los. Hiermit gestatte ich Jessica Stiel, Frau Dana Wolf, mich bei dem heutigen Impftermin meines Sohnes zu vertreten. Vertretung, wie das klingt. Frau Planstein. Sie sind noch hier? Ja. Juri, ist er frei? Tja, die Sache gestaltet sich leider doch etwas schwieriger. Ich werde einen Kollegen hinzuziehen müssen, der auf Ausländerrecht spezialisiert ist. Soll das heißen, er kann vielleicht doch abgeschoben werden? Wenn sein Bekannter die belastende Aussage nicht revidiert, dann... Aber es
können die doch nicht machen. Ich meine, als er geflüchtet ist, da war er noch ein Kind. Es war Krieg. Weiß Gott, was er alles gesehen hat. Sie haben versprochen, dass sie ihn da rausholen. Tja, da wusste ich auch noch nicht, dass ihr Juri einschlägig vorbestraft ist. Was? Juri ist kein Verbrecher. Weshalb? Was wissen Sie eigentlich von ihm? Was hat er vorher so gemacht? Für wen hat er gearbeitet? Ist er vielleicht schon einmal gewalttätig geworden? Wissen Sie, meine Erfahrung als Anwalt hat mich gelehrt, dass man einem Menschen nicht ansieht, ob er schuldig ist oder nicht. Oder was für einen Charakter er hat. Hm? Schönen Abend noch. Bist du schon so einsam, dass du selbst Gespräche führen musst? Raus. So schnell wirst du mich nicht los. Auch wenn dir neuerdings kein Trick zu mies ist, um an dein Ziel zu kommen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wovon du redest. Interessiert mich auch nicht. Reicht es dir nicht, dass Ansgar beinahe umgekommen wäre? Musstest du auch noch einen gekauften Gutachter auf ihn hetzen? Ich muss niemanden kaufen, um zu beweisen, dass Ansgar Gemüse ist. Aber recht herzlichen Dank, dass du mich gleich vom Ergebnis informierst. Damit kommst du nicht durch, Sebastian. Ich werde ein Gegengutachten erstellen lassen. Ja, ja. Tu, was du nicht lassen kannst. Mir reicht einstweilen das Gutachten von diesem Kronenberg, um morgen die Familie einzuberufen. Da sich ja nun leider doch herausgestellt hat, dass unser lieber Ansgar nicht mehr in der Lage sein wird, die Lahnstein Enterprises zu führen, muss er wohl abgesetzt werden. Dann bin ich der Chef. Natürlich könnt ihr die ganze Sache anfechten auf dem langen, langen Weg durch die Instanzen, aber bis dahin bist du schon mal raus. Und genau darum geht es dir doch, oder? Es geht hier nicht um die Familie oder die Firma. Es geht dir um deine kleine Rache an mir. Du erträgst es nicht, dass du mich verloren hast. Du bist diejenige, die alles verloren hat? So, jetzt bist du wieder ganz sauber, hm? Damit sich die Ärztin morgen nicht fragt, wem die Mama deine Vollmacht ausgestellt hat. Ich würde alles für dich tun, mein Schatz. Selbst wenn du mein eigenes Kind wärst, ich könnte dich nicht mehr lieben. Ich würde dich sogar adoptieren, aber dazu müsste ich die Mama heiraten. Aber die will ja nicht. Der Kleine hat wirklich wahnsinniges Glück, dass du seine Mutter bist. Ich fühle mich zwar wie seine Mutter, aber rechtlich gesehen bin ich gar nichts. Blöde Diät. Blöder Kerl. Du überhaupt? Wissen Sie, meine Erfahrung als Anwalt hat mich gelehrt, dass man einem Menschen nicht ansieht, ob er schuldig ist oder nicht. Oder was für einen Charakter er hat. Juri. Du entschuldigst dich jetzt bei ihr. Ich warte. Verstehen, dass du dir Sorgen um Maximilian machst und ihn beschützen willst. Ehrlich gesagt, ist er der einzige Grund, warum ich weitermachen konnte, ohne Hagen. Ich habe einfach Angst, dass ich ihn irgendwann auch noch verliere. Weißt du, wäre Maxi nicht gewesen, ich hätte es alles nicht ertragen. Diese ganze Angst und die Ungewissheit. Aber der Kleine war einfach da. Ich wollte leben und versorgt werden.
ist wunderschön. Bei Timo war es ganz genauso. Wenn ein Kind in dein Leben tritt, egal ob das leibliche oder nicht, dann verändert das alles. Como si una nueva estrella ha nacido en el cielo. Also, für die Nicht-Spanier, als ob ein neuer Stern am Himmel geboren würde. Tut mir leid, ich habe vorhin unfreiwillig gelauscht. Würdest du Jessie wirklich heiraten? Wenn es die einzige Möglichkeit ist, Maxi zu adoptieren, findest du das sehr strange? Der Typ hat einen geilen Arsch. Stimmt, jetzt dreht er sich gleich um. So viel dazu. Naja, gibt ja noch hier ganz viele schnucklige andere Exemplare. Das stimmt. Weißt du, ich will sie, sie wollen mich. Warum sollte denn ausgerechnet ich eine Frau heiraten? Hey. Hallo. Hi. Hey. Hallo. Normalerweise hätte ich dir jetzt einen Drink spendiert, aber wenn du eine Frau heiratest... Was? Nein, 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 ich bin keine Lesbe. Ich bin Jessica Stiel und ich bin durstig, sehr, sehr durstig. Gut, ja, dann bekomme ich doch genau das, was Jessica... Ja. Jessica gerade getrunken hat, aber zweimal. Zwei Sex on the Beach. Kommt sofort. Willst du tanzen? Klar. Ja, das Ganze wäre nur pro forma und auch nur wegen Maxi. Findest du das verwerflich? Nein, warum? Ihr wärt vor dem Gesetz verheiratet, aber ihr könntet weiterhin tun und lassen, was ihr wollt. Ja, eben. Aber erklär das mal Jessica. Sie wird das schon noch einsehen. Hoffentlich. Aber dann hätten wir immer noch ein anderes Problem. Also, es wäre eher mein Problem. Ich bin immer noch Hagens Frau. Um wieder heiraten zu können und Maxi zu adoptieren. Ich müsste ihn für tot erklären lassen. Junior ist unterzuckert. Du auch? Ja, seitdem ich diese Diäten mache, knurrt mir pausenlos der Magen. Und zwar so laut, dass ich meine eigenen Gedanken nicht höre. Ja, man muss sich ab und zu auch mal was gönnen. Sonst schaltet der Stoffwechsel in den Hungermodus. Ich sag nur Jojo. Also du siehst aus, als könntest du Nervennahrung brauchen. Hier. Mm. Alles so gut. Und sag mal. Juri Adam? Juri ist unschuldig. Aber was ist mit dieser Vorstrafe? Keine Ahnung. Aber das Einzige, was ich weiß, ist... Das klingt vielleicht total bescheuert, aber er hat etwas Schreckliches erlebt. Und das frisst ihn auf, von innen. Er kann das nicht verarbeiten. Und wenn er seine Wut nicht irgendwo rauslassen kann, dann... Ich rede kompletten Unsinn, oder? Ja, das ist auch mein Eindruck. Ein Mann mit zwei Gesichtern. Hm? Er ist eben verschlossener als alle anderen. Es gibt auf jeden Fall ausgeglichenere Menschen. Ja. Er wollte einem Freund helfen und der hat ihn hängen lassen. Das wäre so unfair, wenn er deswegen abgeschoben werden würde. Moment. Ich habe eine Idee. Martha! Stimmt. Um sie. Also, du kannst von Glück sagen, dass Sebastian nur ein Gutachter auf dich gehetzt hat und kein Auftragskiller. Hier kann mitten in der Nacht jeder reinkommen, der will.
Und ich hätte ziemlich große Lust, dir höchstpersönlich den Hals umzudrehen. Und wenn du mir sagst, dass du eine Lebensversicherung zugunsten von Hannes hast, dann mache ich das auch. Dann muss der arme Junge nicht mit ansehen, wie sein Vater von Sebastian für debil erklärt wird und aus der Firma geschmissen wird. Noch nicht? Dann genieß mal deine letzten Stunden an der Macht, Ansgar. Denn morgen früh wird Sebastian dieses dämliche Gutachten seinen Geschwistern vorlegen und dann wirst du abgewählt. Und jetzt komm mir nicht mit irgendeinem Gegengutachten. Sebastian ist ein hinterhältiger Schlappschwanz, aber er ist ein ziemlich gerissener Anwalt. Und solange du nicht Fischers Fritze akzentfrei in 10 Sprachen aufsagst und die Börsenkurse der nächsten 10 Monate präzise orakelst, bist du raus aus der Show. Und ich auch. Herrgott, ich dachte immer, Ludwig sei das Problem. Hätte ich gewusst, dass wegen seines Testaments die Hölle losbricht, ja, dann hätte ich dem höchstpersönlich eine Rettungsweste angezogen, bevor er diesen morschen Kahn betritt. Ich werde mich jetzt auf Schadensbegrenzung bei LCL konzentrieren. Du bist ja sowieso erledigt. Versuchst du gerade, mir irgendwas zu sagen? Ich kann dich so schlecht verstehen. Testament. Was soll das heißen? Heute Mittag? Polizei? Schon vergessen? Ach, du hast ein paar Hiebe zu viel bekommen. Das erklärt die Aussetzer. Hör zu, ich habe hier echt zu tun. Na klar, du musst den Schwanz entziehen. Könnte ja gefährlich werden. Hey! Hey, was denn? Glaubst du, ich habe Angst vor so einem Typen wie dir? Jemand, der sich von anderen raushauen lässt und am Ende alle hängen lässt. Was geht dich das an? Wenn es um Juri geht, geht mich das was an. Dann bist du also auch in ihn verknallt, hm? Da bist du echt nicht die Einzige. Du, ich habe kein Problem damit, in die Boxhalle zu gehen, deinen Kumpel zu sagen, was für eine feige Ratte du bist. Denk nicht mal daran, in den Boxclub zu gehen. Komm ich doch gerade her? Was meinst du, weil ich weiß, dass du hier bist? Oh, shit, du hast den Typen direkt hergeführt. Dankeschön. Hey, wenn du glaubst, du kannst mir jetzt einfach... Oh, warte, Schweinebacke. Jetzt wird der Videobeweis eingeführt. Dann kann ich wenigstens beweisen, wenn sie sich wieder verdreschen, dass Juri dir nur helfen wollte. Gleich hast du 6 Finger. Nein. Schnauze halten! Hau ab! Ich bin Saschas Freundin. Ich bin hier, um euch die Kohle zu geben. 2000. 2000? Ich hab das Geld nicht. Ich hab das Geld nicht hier. Ich geh zum Automaten. 5 Minuten. 5 Minuten. Stell dir mal vor, Jessica würde irgendwas zustoßen. Was passiert dann mit Max? Ja, siehst du? Und genau deshalb muss ich ihn adoptieren. Und es geht nun mal nicht ohne heiraten. Ich weiß. Ich musste Hagen für tot erklären lassen. Das will ich nicht, aber es geht eben auch nicht ohne. Ich muss Schluss machen, Christian. Jessica kommt zurück. Vielleicht erwische ich sie jetzt auf dem richtigen Fuß. Okay. Tschüss, gute Nacht. Nicht um diese Uhrzeit. Die schlafen noch nicht alle. Hi. Hey. Willst du uns nicht vorstellen? Das ist Dana, Julian, Dana. Ja. So, jetzt habt ihr euch kennengelernt und jetzt komm. Ist das die lesbische Freundin, die dich heiraten will? Psst. Okay. 800. 900. 2000. Hm.
braves, dummes Mädchen. Ein kleiner Tipp noch. Ist kostenlos. Such den anderen Typen. Warum bist du nicht abgehauen? Was? Weil sie dich totschlagen wollten? Wir müssen sofort zur Polizei. Spinnst du? Ich meine, ey, das war jetzt gerade ganz großes Kino, danke dafür, aber das mit der Polizei kannst du knicken. Hey, wir müssen Juri da rausholen. Vergiss es. Die hängen mir ein Verfahren wegen Falschaussage an. Dann sag, dass du dich geirrt hast. Du bist mir was schuldig. Wenn du nicht mitkommst, dann... Was dann? Was bist denn du eigentlich für ein mega Arschloch? Hey, diese Gorillas hätten dir deine Hände gebrochen, ja? Wenn ich dir nicht mein ganzes Erspartes gegeben hätte. Ja, ich hab nichts mehr. Weißt du, was ich mir davon kaufen wollte? Ein Zugticket nach Paris. Einmal auf der Fashion Week in der ersten Reihe sitzen. Das war mein großer Traum. Nee. Du kannst jetzt noch ein bisschen weiter träumen. Hey, sag mal. Juri hat dir geholfen, ja? Was machst du? Du lässt ihn einfach im Stich. Jetzt komm mal runter. Der kriegt vielleicht eine Geldstrafe und das war's. Der hat einen Arsch voll Kohle. Was ist denn eigentlich dein Problem? Mein Problem ist, dass wenn du nicht aussagst, schiebst ihn ab. Dankeschön. Was machen wir heute? Shoppen? Ja, gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, dann erzähl doch mal, warum du den großen Familienrat einberufen hast, oder? Hätte ein einfaches Kommt alles im Frühstück nicht gereicht? Nein. Also, falls wir raten sollen, mache ich mal den Anfang. Ansgar hat den Löffel abgegeben. Das ist ja nicht wirklich witzig. Ansgar lebt. Ich habe hier allerdings das Gutachten eines renommierten Neuropsychologen, der mir attestiert, dass Ansgar sowohl geistig als auch körperlich nicht mehr in der Lage ist, ein Unternehmen zu führen. Was? Hier steht, Ansgar ist Gemüse. Es ist immer noch nicht witzig. Nein, das ist tragisch. Vor allem für Ansgar. Aber umso erfreulicher für uns. Laut Satzung muss ein nicht geschäftsfähiger Vorsitzender umgehend ersetzt werden. Das heißt, Ansgars Haus. Womit wir auch schon bei der Frage seiner Nachfolge wären. Naja, du natürlich. Da schließe ich mich an. Oh, danke. Wenn das so ist, dann wähle ich mich wohl selbst. Kevin. Guten Morgen. Wolltet ihr gerade den neuen Firmenchef wählen? Nein, das haben wir gerade. Hm. Ihr irrt, der Advokat. Ihr seid nicht befugt, überhaupt irgendwen zu wählen. Oh, guten Morgen. Hey. Oh. Was Julian gestern gesagt hat, tut mir leid. Wir waren einfach so angeschickert und ein bisschen drüber. Kein Problem, ich hab's dir nicht krumm genommen. Ist gar nicht so schlecht, mal als Lesbe gehalten zu werden. Das war Hast du mal eine Minute? Klar. So sind das. Hiermit kann ich Hagen für tot erklären lassen. Tut mir leid, das verstehe ich jetzt nicht. Du wolltest doch, das doch die ganze Zeit nicht. Warum jetzt ausgerechnet? Glaub mir, das ist das Letzte, was ich will. Aber wenn ich Hagen nicht loslasse, dann kann ich nicht für Maxi da sein. Wenn ich Hagen nicht für tot erkläre, dann kann ich Maxi nie adoptieren.
Aber du machst das nicht, damit wir danach heiraten können. Ich weiß, ich weiß, du hast da jetzt noch ein Problem mit, aber vielleicht... Moment, na, stopp! Jessica, wenn ich das hier aushalten kann, dann kannst du doch mal für ein paar Wochen... Also, weil du jetzt ein Opfer bringst, muss ich vor Ehrfurcht zusammenbrechen und einfach alles tun, was du willst? Das ist Erpressung. Nee, das ist keine Erpressung. Ich tue das hier alles nur für Max. Sorry, wenn ich da jetzt in irgendwas reinplatze. Tust du nicht. Sieht aber so aus, als hättest du was zu klären mit deiner Freundin. Freundin? Ja. Das ist keine Freundin. Das ist nur die Frau von dem verschollenen Mann, der mich geschwängert hat. Zur Wahl eines neuen Vorsitzenden müssen, und jetzt achtet bitte alle auf die weisen Worte eures seligen Vaters, müssen alle auf Königsbrunn ansässigen, gebürtigen Mitglieder der Familie von Lahnstein anwesend sein. Hast du dich schon mal kurz umgeschaut? Ja, ich suche und ich suche. Wo ist Hagen? So, jetzt reicht's. Raus. So einen perfiden Auftritt hätte ich selbst eben nicht zugetraut. Es tut mir leid, wenn ich die Zartbeseiteten unter euch damit getroffen habe. Aber ohne Sebastians kleinen Fehler wäre das gar nicht nötig gewesen. Tanja, ich möchte es nicht noch mal sagen. Dana war leider nicht so umsichtig wie du. Sie hat ihren Mann nicht für tot erklären lassen. Und somit ist Hagen ein immer noch hier ansässiger und lebender von Lahnstein, ohne den ihr Ansgar leider nicht abwählen könnt. Nicht wahr, mein Ex-Göttergatte und Staranwalt? Vater kann immer noch nicht sprechen. Okay. Könnten Sie ihm ausrichten, dass ich später noch ins Krankenhaus vorbeikomme? Ja, danke. Na? Gut, keine gesiebte Luft mehr einatmen zu müssen. Hm? Du feiges Arschloch. Wegen dir musste ich hier übernachten. Sorry, aber lieber feiger als tot. Du hast die Geldeintreiber gesehen, die hat mich platt gemacht. Oh, push ich mich cool als Klasse, ne? Hey, du mich auch. Mit diesem Serben- und Kroaten-Scheiß hat das gar nichts zu tun, sondern hier geht's um Geld. Außerdem habe ich mich entschuldigt und dich hier rausgeholt. Soll ich mich bedanken? Ja, wenn bei deiner Assistentin. Denn die hat mir den Arsch gerettet und meine Schulden abgedrückt und mich auf die Idee gebracht, dich hier rauszuholen. Meine Assistentin, ne? Ja, die ist Gold wert. Du hast gewonnen. Juri ist frei, Sascha. Von Sebastians dämlichem Gesicht machen sollen. Dem auch so cleveren Staranwalt klappt die Kinnlade runter. Und dann musste er noch der ganzen Bagage erklären, dass er sich tatsächlich nicht entmachten kann, weil Hagen nicht für tot erklärt wurde. Danke, Ansgar, du bist genial. Die Idee war gut, gebe ich zu, aber werd nicht gleich größenwahnsinnig. Wir haben uns nur etwas Zeit erkauft. Aber ich wette mit dir, Sebastian steht schon bei Dana auf der Matte und setzt ihr die Daumenschrauben an. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie einknickt und Hagen für tot erklären lässt. Dann bist du Geschichte, mein Lieber. Du auch. Ja, weiß ich. Deswegen wäre es hilfreich, wenn wir beweisen könnten, dass du kein halbdebiler Pflegefall bist, sondern voll zurechnungsfähig. Und es würde mir helfen, Ansgar, wenn du das in vollständigen und verständlichen Sätzen deutlich machen kannst. Ja. Das war gut. Das war ein Anfang. Komm schon, das heißt üben, üben, üben. Also, was ist das? Okay, bisschen schwer. Auto. Auto.
Was soll denn hier heißen? Sie musste mit dem Kleinen zum Impfen. Ich muss mit Dana reden, jetzt gib sie mir endlich. Olli, ich... Ja, super. Zum Kinderarzt gegangen. Ja, wahrscheinlich sowieso besser, wenn ich mal persönlich mit ihr rede. Das wirst du nicht tun, Sebastian. Bis vor kurzem konnte Dana noch nicht einmal den Gedanken zulassen, dass Hagen tot sein könnte. Elisabeth, mir ist durchaus bewusst, wie hart dieses Unglück Dana getroffen hat. Aber ich finde, so ein Schritt könnte ihr sogar helfen, endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Helfen? Wem? Dir oder Dana? Uns allen? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Willst du, dass Ansgar hier wieder das Ruder übernimmt? Ach, Sebastian, was soll das? Du weißt ganz genau, dass ich Ansgar lieber heute als morgen entmachten würde, weil er korrupt ist, egoistisch und für seine Ziele über Leichen geht. Aber genau weil ich das verabscheue, werde ich nicht mit ansehen, wie du Schritt für Schritt auf sein Niveau sinkst. Ich werde tun, was ich für richtig halte. Und du wirst mich nicht davon abhalten. Doch, das werde ich. Lass Dana in Ruhe. Ansonsten werde ich diese Bestechung nicht länger decken. Ich werde die Wahrheit sagen über das Gutachten. Du lässt mir keine andere Wahl. Abgeschoben, verstehst du?